Bei der Alpha Atlantic Foundation sind wir uns darüber im Klaren, dass die Zukunft der Demokratie eben auch im Internet entschieden wird, vielleicht sogar komplett im Internet entschieden wird. Deine Tage der Judensau sind gezählt. Passiert ja nicht, weil ich als Pianist mache, was ich mache. Der digitale Raum hört nicht auf, sobald ich den Laptop zuklappe. Betroffene erfahren das tagtäglich in den privatesten Räumen. Es kann zu Depressionen führen, zu Persönlichkeitsveränderungen, zu Schlafstörungen. Das kann übrigens jeden von euch auch treffen. Dafür müsst ihr nicht Levit heißen oder nicht schwarz sein oder nicht dort sein oder nicht dieses sein, sondern das sind Parameter, die das verstärken. Und manche kriegen dann einen Tweet, in dem drin steht, deine Tage sind gezählt, und dann verstummen sie, weil sie Angst haben. Es ist einfach so, dass auf Social-Media-Plattformen, da geht es ja nicht nur um lustige Bildchen teilen, sondern da wird ja das politische Alltagsgeschäft besprochen. Da finden die Debatten statt, die letzten Endes an den Kern unserer Demokratie gehen. Wenn da jetzt digitale Gewalt überhand nimmt, die Meinungsvielfalt zurückgeht, Menschen rausgehen, die moderaten Stimmen gerade, dann muss man ganz klar sagen, digitale Gewalt ist ein Angriff auf unsere Demokratie. Deswegen unterstützen wir dann beispielsweise Partnerinnen und Partner wie die Gesellschaft für Freiheitsrechte mit der Marie-Munk-Initiative, die genau an diesen Punkten ansetzen. Wir brauchen einen Neustart im digitalen Gewaltschutz. Aktuelle Gesetze konzentrieren sich vor allem auf die Täterinnen und Täter. Das bedeutet, es dauert oft sehr lange, bis was passiert, bis man vorgeht, bis man Betroffene unterstützen kann. Wir wollen den Fokus auf die Accounts richten, von denen strafrechtlich relevante Inhalte verbreitet werden, sodass wir schneller und effektiver reagieren können, sodass wir schneller und effektiver Betroffenen auch helfen können. In den sozialen Medien ist es zumeist keine Klarnamen. Und dann ist es echt, wie du sagst, geht dieses ewige Ding los, bis du überhaupt jemanden findest. Betroffene und Betroffenenorganisationen bekommen die Möglichkeit, dass sie die Sperrung oder Löschung von Accounts, die strafrechtlich relevante Inhalte verbreiten, vor Gericht einklagen können. Wir wollen an die Instrumente rangehen, die Social Media Accounts, über die eben Hass und Hetze auch verbreitet wird. Das bedeutet, wir können sehr viel schneller und effektiver auf digitale Gewalt reagieren. Wir warten nicht mehr darauf, wer die Person hinter den Accounts ist, sondern können Betroffene ganz schnell unterstützen und Betroffenen ganz schnell helfen. Ich habe toi 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 die finanziellen Mittel dafür. Ich kenne Leute. Das heißt, ich kann mir die Werkzeuge zum Wehren organisieren. Ich kenne sehr, sehr viele, die das alles nicht haben. Und dann reichen die Mittel nicht aus. Die Marie-Munk-Initiative will eine Rechtsgrundlage schaffen, um Social-Media-Accounts zu sperren oder zu löschen, die strafrechtlich relevante Inhalte im Netz teilen. Wir wollen ein digitales Gewaltschutzgesetz ausarbeiten und der Bundesregierung zum Ansporn vorlegen, um Hasskriminalität und digitale Gewalt im Netz zu unterbinden und die Betroffenen zu stärken. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Darauf hat man sich ja geeinigt. Und es ist ja halt nicht so kompliziert ist das nicht. Ich töte dich am 5. Dezember und ich sage, das ist illegal, das ist gegen das Gesetz und wird gefahndet, ist keine Einengung von Freiheit. Also es braucht Projekte wie die Marie-Munk-Initiative, um Menschen Werkzeuge zu geben, sich wehren zu können, um klare Leitplanken zu formulieren, was geht online und was nicht. Marie Munk hat sich als Juristin und als eine der ersten Richterinnen in Deutschland für die Frauenrechte eingesetzt. Sie hat versucht, die Gesellschaft zu verändern, zu verbessern mit den Mitteln des Rechts. Ihre Motivation, ihre Biografie ist unser Ansporn, das Recht zu nutzen, um das Internet zu verbessern für unsere Gesellschaft. Und eine Initiative, die diese Dinge möglich macht, ist mehr als notwendig. Weil wenn der Preis dafür, rauszugehen und seine Stimme zu erheben, ist, dass dich irgendwer mit dem Tod bedroht. Und heute ist das schnell gemacht. Dann sind die Aussichten sehr finster. Das wollen wir nicht hinnehmen. Wir müssen hier eine rote Linie ziehen und sagen, nein, wir können diese digitalen Räume nicht denjenigen überlassen, die Hass und Hetze verbreiten, die Todesdrohungen aussprechen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass digitale Räume für alle zugänglich sind.
Und der Zeitpunkt, das zu tun, ist genau jetzt. Hier können wir das Internet letzten Endes zu einem besseren Ort wieder machen. Hier können wir dafür sorgen, dass Menschen sich dort sicher fühlen. Und wenn Menschen sich sicher fühlen, dann sind sie auch bereit, sich an Debatten zu beteiligen, sind bereit, sich einzubringen in politische, in gesellschaftliche Diskurse. Wir glauben weiterhin daran, an die positive Kraft, die in diesen digitalen Räumen steckt. Wir glauben daran, dass es möglich ist, im Internet gemeinsam an Ideen für eine bessere Gesellschaft zu arbeiten, dass dort nicht ausschließlich Hass und Hetze im Vordergrund stehen müssen.